meinst du jetzt? So. Wollen wir dann loslegen? Können wir machen. Ja, gut, dann sage ich mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren Session von Crazy Five YouTube. Heute wieder am Sonntag hier zu einer Runde verrückte Playlist mit allen möglichen heruntergeladenen, aus dem Editor heruntergeladenen Modi und Strecken und Maps und all sowas. Heute sind wir 1, 2, 3, 4, 5. Der Sascha begleitet uns heute mal, ein Kollege vom Sven, der sich vor kurzem schon mal bei uns in der Party befand. Und ja, darum wollen wir heute mal schauen, ja, dass der Kerl da kein Pimp ist, sondern salzig. Und dass wir heute hier wieder ein paar coole Sachen zusammen erleben und euch mal wieder zeigen, warum es cool wäre, dass noch mehr Leute bei uns mitmachen. So, und jetzt, nachdem wir hier schön oben auf diesen Militärfahrzeugen stehen und zeigen, wie es in Korea so abgeht. Entschuldigung, ich probiere nur gerade ein bisschen durch. Also ich fand, dass das Lebkuchengesicht passt zu deiner allgemeinen Stimmung eigentlich ganz gut. Der helle Pudding. ja, schön, dass ihr da seid. Ja. Genau, dann gebe ich jetzt nochmal ab an den gesalzten Kevin da drüben, der seine Schenkel präsentiert. Igitt. Du magst es, wenn meine Schenkel schön knusprig sind. Nein. Ja, schön, dass ihr wie gesagt da seid. Auch von meiner Seite aus. Heute mal tatsächlich zu fünft. Mit Gast. Und ja, heute heißt wieder Playlist, ne? Ja, genau so ist es. Entschuldigung, ich bin gerade nicht so ganz. Ich probiere noch ein paar Sachen durch. Nebenbei. Aber Markus hat ja schon alles gesagt. Da sieht man mal, kaum redet Kev über irgendwas, wird Sven gleich zum Alien hier. Ach. Das ist doch eine Katastrophe. Katastrophe! So, ja, Enrico haut schon ab. Und er hier kriegt ein paar auf die Schnauze. So, jetzt legen wir gleich los. Oh, Alter, schon wieder mit seinem Atomisierer da, Alter. Ja, jetzt geht's schon wieder los. Beim Ausparken geholfen. Beim Rausziehen geholfen geht auch. So, dann starte ich jetzt mal die Playlist. Ja, starten wir mal los. Entschuldigung. Oh, gelaufen. Keine Kontrollpunkte. Okay, gut, ich muss mal eine neue Sitzung finden, dann lade ich euch ein. Hä? Das geht hier irgendwie nicht, ich kann nicht mal Jobs starten. Das ist grau. Okay. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil hier gerade das Event-Dings ist. Ja, kann sein. Ups. Alter. Geht das schon wieder los? Also, wir sind das erste Mal wieder in der Session und dann geht's wieder. Naja, wie immer. Geht also gleich los. Das wird ja eine lustige Runde. Das wird immer eine lustige Runde, das kennt man doch so. Sascha hat sich schon gut eingelebt hier. Der killt schon mal. Ja. Der weiß schon, wie er sich beliebt macht. Ja, indem er redet und seine sexy Stimme präsentiert. Oh. Finger wärmen. Zieh sie raus, bitte, zieh sie raus. Mir wurde gerade körperlich Gewalt angetan. Du magst es doch, wenn man dich schlägt. Tu dich so. Das passt aber gerade. Sascha sagt Finger wärmen und dann kommt bei Sven, mir wurde gerade körperlich Gewalt angetan.
Sehr schön. So, jetzt kann ich auch meine Spielliste starten. Aua! Der spielt gerade mit dem Junior. Was? Nee, die Polizei. Aua! Kann es sein, dass wir schon wieder ausrasten? Nein. Wie kommst du denn da drauf? Ach, nur so ein Gefühl. Ja. Wir warten alle auf unseren Markus, unseren furchtlosen Anführer. Den fruchtlosen? Ja, seine Playlisten sind auf 4 Personen ausgelegt. Muss er jetzt erstmal kurz ändern. Ah, ja, stimmt. Ja. Ja, alles gut. Ah ja, stimmt, okay. Nicht ändern. Kevin! Was los? Hab ich aber jetzt auch gerade erst gesehen. Da muss ich halt noch was anderes hinzufügen. Ich hab halt nicht anvisiert. Nochmal Fehler. Ich hab nur Angst, dass du mich vergisst, Kevin. Weißt du, wenn ich das nie mache? Ich, aber als ob ich dich vergessen würde, glaub mal. Man kann hier nicht durchschießen. Ich würde ja gerne, aber es klappt nicht. Der Zaun ist schussig. Nicht ganz. Da war ein Schlupfloch. So. Ach, mein Wagen haben sie schon abgeschleppt, die Schweine. Oh, ist der Auto weg. Meins wurde in die Luft gesprengt. Der ist noch da. Nein, haben wir von einige Fahrzeuge in die Luft gesprengt? Was war denn? Ach so. Ich weiß nicht, was du meinst. Nee, gibt's irgendwie gerade ein Kopfgeld gegen mich? Nö. Kann man ändern. Weil die letzten 2 Tage war ich in Lobbys. Ich wurde jedes Mal gejagt von allen. Naja. Das liegt an deinem Charakter, der ist einfach. Genau, deine Level 2. Ah. So. Nein. Warum zur Hölle schlappen? Nee, alles gut. Ich frage jetzt lieber nicht, weil sonst gibt's wieder dumme Sprüche. Hä? Sehr geil. Nein. Naja, zum Glück muss ich 20.000 bezahlen, nicht ich. Naja, zum Glück habe ich genug Geld, wie du. Scheiße, das grüne Auto, wo willst du haben? Ach klar, ich hab's natürlich wieder gekillt. Sinnlos. Dieses Fahrzeug wurde von Fans zerstört. Das kann gar nicht sein. So, Einladung müsstet ihr haben. Geht los, meine Damen und Herren. Ich hab mich doch erwischt. Und weg hier. So. Entschuldigung, ich musste einparken. Da wurde ich überrollt. Sascha, müsste auch eine haben. Ja, Leute, bevor es losgeht, muss ich mal. Erst noch Zigarettenpause eigentlich. Komm. Also. Na gut. Die Radio aus. Ich komme schon mal in die. Das sieht aus wie ein Go-Kart-Rennen. Lobby. Das ist ein Go-Kart-Rennen. Da steht auch Kart in Los Santos Airport. Ich lese das nicht. Kann ich lesen. Ja. Hm. Markus? Ja. Ist öffentlich. Guckst du bitte mal? Soll ich raushauen, die Leute? Ja, Alter. Bitte. Hä? Okay.
Ich glaube, der Tourman, der wird dann wahrscheinlich vom Sascha mit dabei sein, oder? Weiß ich nicht. Das ist die gleiche Crew, oder nicht? Nein, man kann auch dieselben Tags haben. Ja. Nein, das ist Crew. Das war einer von Sascha. Okay. Ja, das wusste ich ja nicht. Ich bin mal gespannt, was der Markus diesmal auf dem Tisch hat. Das willst du gar nicht wissen. Okay, wenn du immer mit deinem Perversen... Er hat gesagt, auf dem Tisch, nicht in der Hose. Das sagst du. Na, beim Kevin Wesch, da ist nicht in der Hose, deswegen kann ich ja jedes Mal spielen. Ach, sagst du. Nee, deine Freundin. Wir starten? Nee, Dings macht doch gerade eine Braucherpause. Richtig. Ach so. Geht dann gleich los. Okay. Sonst, wie habt ihr Silvester gefeiert? Alles gut? Alles hübsch? Ruhig. Entspannt, wollte ich gerade sagen. Ich hab geschlafen. Zwischendurch war mit den Nachbarn unten noch kurz gewesen und dann eigentlich nur oben im Fernsehen geguckt. Einfach. Nur, dass es hier bei uns wohl einen Suizid gegeben hat zur Silvesternacht. Ach so? Mhm. Ich bin mit meiner Freundin abends nach Hause dann, so gegen kurz vor eins. Weil Schwiegermutti los sind dann am Bahnhof lang, stand ganz viel Polizei und Kripo da und am nächsten Tag haben wir gelesen, dass da jemand vom Güterzug überrollt wurde. Die Frage ist aber absichtlich oder unabsichtlich, ne? Sieht wohl danach aus, steht auch im Text drin von der Feuerwehr. Achso, na gut, Suizid ist klar. Das ist ja mies. Ja, es gibt viele Gründe, warum man sowas macht. Oder da jetzt mal groß näher darauf eingehen zu müssen. Also, da muss schon ziemlich viel schiefgegangen sein. Oh, Kevin hat mal Pokémon Level gemacht, sehe ich dort. Nein. Ich habe seit wir das letzte Mal gespielt haben, gar nicht mehr gespielt. Ich spiele eigentlich nur mit euch. Weil ich die Zeit dafür nicht habe. Was ist denn mit Not in Production? Das verstehe ich nie, der ist da online. Keine Ahnung. Ja, gut, hat auch GTA gespielt oder habe ich das falsch gesehen gerade? Nee, der ist nicht online. Der hat ja gesagt, dass der bei seinen Eltern ist, ne? Wenn du nämlich auf meine Freunde gehst und von Freundesliste, ist neben dem keine Weltkugel. Nee, aber ist online auf PS4. Ach, siehst du, der hätte einen Ureinladen können, The Warrior. Ich lade mal ein. Das ist der Jan. Das ist ein guter Mann. Einladen kann. Moment. Müsstest du aber auch in die Party hinzufügen. Umso mehr Leute, umso besser. Ich weiß ja nicht, was mit Jascha jetzt noch ist, ob der jetzt auch noch. Wir haben ja momentan noch tatsächlich. Ich habe ihm geschrieben, aber der ist nicht erreichbar. Wahrscheinlich hat er wieder bis 4 Uhr früh irgendwelchen Kack gemacht und pennt jetzt noch. Wir haben ja ich habe es ihm mal gestern gesagt, bleib bitte um 11 Uhr online, da geht's los. Ja, wir haben ja noch ein paar Anwärter, die bei uns mit dabei sein wollen. Nee, The Warrior ist auch bei True, deswegen. Ich kann jetzt die ganze Kuni hier reinholen, nee. Ist schon okay so. Sascha ist Bartfresse oder was? Wie bitte? Wer ist die Bartfresse, gell? Ist das der nicht das? Oder? Ne, der heißt so bei WhatsApp. Was? Wo du geschrieben hast, hier, was ist mit dir? Das ist der ist Bartfresse bei mir im WhatsApp, keine Ahnung. Nee, das ist, glaube ich, Thomas, oder? Nee, er meint Jascha. Wir haben doch letztens schon mit Jascha gespielt. Und da hat er ihn unter Bartfresse wohl eingespeichert. Ach so, weil ich dachte, Thomas heißt so. Das ist ein WhatsApp-Name. Ja, keine Ahnung. Das müsste Thomas doch sein. Also ich habe von Jascha die Nummer nie. Ich weiß gar nicht, ob ich sie hab.
Ich hab ihm geschrieben schon, aber er ist nicht erreichbar. Ist dann halt so. Ist nicht in der Gruppe, gell? Ja, stimmt. Das ist auch nicht so schlimm. Ich hab mir auch schon für Donnerstag gefragt gehabt, aber da war er arbeiten. Ja, ja. Bei Gaby habe ich gesehen, weil sie gestern geantwortet hat, ja, ich habe doch schon gesagt, dass ich nie dabei bin. Da war das ja auf den Donnerstag bezogen, nie auf den Sonntag. Ja, deswegen. Sie hat geschrieben, dass sie nächste Woche wieder mit dabei ist. Ja, hab ich gelesen. Ja, man weiß, was los so, ist. So, ist die Raucherpause jetzt um, oder? Sascha? Weil wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde rum und es ist noch nicht passiert. Naja, crazy, falls auch nur. Ja, aber ich habe das Gefühl, umso höher dein Level ist bei GTA, umso mehr jagen die dich. Das Ding ist noch gar nicht bewertet. Sascha, 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 Sascha. Könnte das bitte Sascha. Dann mal drauf beschränken, wenn die Kameras aus sind oder die Mikrofone, solche Dinge von sich zu geben. Solche Dinge, was? Solche Dinge von sich zu geben. Ich hatte eine Wortfindungsstörung. Was für ein Problem hast du jetzt gerade, Kev? Ich verstehe es gerade dran nicht. Ja? Sascha. Wegen Sascha, Sascha. Ja, das Ding dachte ich, das kann man auch. Wow, so schlimm. Oh, ich mache gerade was ganz Schlimmes. Oh, so war das gar nicht gemeint. Es war ein Spaß. Ihr beide habt euch lieb seit 3-4 Tagen, kann das sein? Hm. Eigentlich schon. Ach, alles gut. Entschuldige bitte, aber bei Kev ist es manchmal schwierig zu unterscheiden zwischen Spaß und... Das war Spaß. Schwer. Wenn ich solche Aussage treffe, ist das immer Spaß. Glaub mal. Alles gut. Kevin, ich habe das Gefühl, du bist gleich sensibel. Nein, alles gut. Ich glaube mal eher, wir wollen alle nur langsam mal loslegen. Ja, das ist es halt wahrscheinlich. Wir sind alle gerade so lange Zigarette wahrscheinlich. Ja, sehr lange Zigarette. Ja, die sind schon wieder da, sorry. Oh, nee, kennen wir dann jetzt? Oh Gott. Ja, sorry. Alles gut. Und weiter. Dann los, endlich. Oh, ich glaube, die kenne ich sogar. Von mir könnt ihr heute nie viel erwarten. Ich habe wirklich... Eigentlich ist irgendwie da oben drin im Moment. Wir haben noch nie viel von dir erwartet, keine Sorge. Das war jetzt hart. Ach, du magst doch harte Sachen. Wieso bist du so gemein zu mir? Ich hab da ungefähr. Oral oder anal? Jetzt geht's wieder. Jetzt kommt das Niveau. Jetzt sinkt das Niveau. Jetzt spricht die MS das Niveau, wir sinken. Nee, wir sind schon lange gesunken. Wir sind schon tiefer als die Titanic und das geht schon fast gar nicht mehr. Wir liegen noch drunter. Wir sind die Titanic und das Niveau ist das Eisberg. Der Eisberg. So, los geht's ja. Ach, das war so klar. Oh, Alter. Oh. Oh, Kev hinter mir. Ja, welche ungewohntes Bild. Das ändert sich doch. Oh. Dachte ich auch gerade, das sah doch irgendwie komisch. Es sah mehr nach 180 statt 90 aus, oder? Ja, ja. Liebe Freunde des Chats, ich bin heute der Letzte. Ich gewöhne mich aber dran. Ja, aber ich musste die einfach runterladen, weil das wenigstens wie eine. Das sieht man nach richtig Go-Kart-Strecke aus, wie man es auch von Go-Kart allen gewohnt ist. Ich hasse Go-Kart. Seid ihr denn tatsächlich schon mal in Real Life Go-Kart gefahren?
Ja. Und bei mir ist vorne die Achse gebrochen beim letzten Vorder, bin ich geradeaus durch die Reifen vorne gefahren, das war nicht so lustig. Leider lange nicht mehr gewesen jetzt, Go-Kart. Da kenn ich. Oha. Der kommt auch in den Rico vorbei. So ganz klar heimlich. Bei uns in der Nähe gibt's ja eine gute Go-Kart-Halle hier. Okay, das wusste ich gar nicht. Vielleicht müssen wir mal gucken, dass ein paar Leute hier aus der Gegend zusammen trommeln und das wir mal fahren. Aua. Ja, weißt du, wo es Nova Eventis ist, Kev? Ja, klar. In die Richtung raus ist Sachs Racing. Okay. Da bin ich öfter schon gefahren. SAX Sachs Racing. Ich hatte sogar eine Zeit lang dort eine Kundenkarte. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch aktuell ist. Ich habe tatsächlich eine Kundenkarte für die Michael Schumacher Bahn in Kärnten, weil ich aus der Gegend eigentlich komme. Ist sie nicht zu? Weiß ich nicht. Die ist doch verkauft worden, oder? Die stehen mit der Kundenkarte. Ich hatte auch Verwandtschaft Kontakte nach Kärnten da, Leute, die dort mit zu tun hatten da. Oh! Ja, das hat sich jetzt gerade erledigt mit dem, ich bin hinter dir, weil ich bin jetzt gerade als Vierter hat dann Sascha zurückgefallen. Alter, ey, dies. Also, wer schnell schwindlig wird, Alter, da ist die Strecke nicht für. Ach, Alter. Links, rechts, links. Ho. Ja, wir hätten erst an der Bonk nuckeln sollen und dann die Strecke vielleicht fahren. Du, ach, habt ihr nee, danke, wir können im Sonntag. Du stehst immer drauf, wenn man Dinge in den Mund zu nehmen, ha? Reden wir jetzt von im Spiel oder? Wer weiß. Beim Kevin geht's einfach nur Hauptsache in den Mund genommen. Dass er sich aber nicht wäscht, das Ding stinkt, das braucht er wieder nie. Ach was. Der Sven muss es ja wissen, ne? Der riecht ja immer so nah dran. Ja. Oh, das war jetzt too much. Das war too much, Markus. Ach, ich fühle mich wohl hier hinten, keine Gegner, keiner, der mich in die Luft sprengt, wieder Markus. Kann man noch ändern. Ja, das fehlt hier, Raketen fehlen hier. Ja, wir müssen ein GTA-Rennen rausmachen, das wäre lustiger geworden wahrscheinlich. Was hast du gerade gesagt, Sven? Nicht. Ach. Oh, Alter. Mach dich aus dem Weg hier. Da überrundet er den gerade, oder was? Ja. Au! Ich wollte, ja, aber der macht keinen Platz. Ja, gut so. Halt den auf. Achso, ich könnte ja dein Stream gucken. Nein. So, jetzt aber. Und jetzt Raketenwerfer, das wäre schön. Morgen ist der mal wegpumpen hier. Alter. Och Mensch, ja, ich kann echt die Go-Kart fahren heute. Ey! Scheiß auf blaue Flaggen. Scheiße. Naja, zumindest habe ich meine $1000. Und hast du die Fremden Wetten abgesagt? Ich weiß es nicht. Eine Runde. 3 insgesamt oder so. Ich dachte, es ist schon vorbei. Ja, das ist praktisch, du fährst eine Runde Doppelrunde, weil die Checkpoints sonst wegen der Länge der Strecke nicht gereicht hätten. 6 Runden. In dem Fall. Was denn sagt das Spiel? Die Strecke ist zu kurz, das geht so nicht. Ja, aber ist das doch reicht? Ja, meine Damen und Herren, ich bin auf dem letzten, wo sonst? Aber es ist heute nicht schlimm. Ja, doch, es reicht noch. Ach, er kommt beide ins Ziel, also. Naja. Ja, ich bin kräftig zurückgefallen, weil einige Fehler dran waren. Ja, aber wir sind fech im Zopf. Der Sven ist heute nicht der Beste. Sonst ist es Kevin, aber Kevin sagt sich heute mal, naja gut. Ich bin heute ausgeschlafen, ich freue mich. Ach, Hauptsache der Sven hinter mir. Oh Gott. Die Andeutung hier ist sehr, sehr zweideutig.
Normalerweise ist das andersrum. Aber es geht nur um seinen das Charakter. Das ist normal, Sascha, also, dass hier alles zweideutig ist. Da gewöhn dich dran. Das wird jetzt öfters kommen. Ihr könnt doch fortfahren drücken, ne? Ihr Blinsen. Wo willst du hin? Aber deswegen ergänzen wir uns so gut, Sascha. Wir mit der Zweideutigkeit und mit der sexy Stimme, das ergänzt sich. Das passt gut. Ja. Und die, perfekte Pornofilm. Ja, und die Sven ja die mit dem sexy Charakter. Warte mal, das hatten wir doch schon mal. Nein, das hatten wir nicht. Boah, ich muss mal gerade echt die Musik. Also gut, die Musik wird sich wahrscheinlich auch.